Wie der Schall im Ohr verarbeitet wird, ist ein sehr vielschichtiger Prozess. Die Ohrmuschel fängt die Schallwellen auf und reflektiert sie wie ein Trichter in den Gehörgang. Das Trommelfell leitet die Schwingungen weiter an die Gehörknöchelchen. Diese kleinsten Knochen des Körpers verstärken den Schall bis zu 40 Mal und übertragen ihn zum ovalen Fenster in die Hörschnecke. Die Hörschnecke ist mit Wasser gefüllt, das den Schall viel klarer überträgt als Luft. Die Wasserwellen stimulieren Zehntausende von feinsten Härchen, die sich etwa 20.000 Mal pro Sekunde bewegen. Diese sogenannten Haarzellen setzen die mechanischen Wellen in elektrische Impulse um und zerlegen den Schall nach den einzelnen Tonhöhen. Die verschiedenen Fasern des Hörnervs nehmen die Impulse auf und leiten sie ans Gehirn weiter. Dort werden die akustischen Reize entschlüsselt und verstanden.